immer braucht, aber nicht sieht. Da ging es um Dateisystem. Jetzt geht es um etwas, was man nicht mehr immer braucht, sondern auch was man auch immer sieht. Grafik, Oberfläche, APIs und solche Dinge. Daniel Molkentin ist dem KDE-Projekt schon immer verbunden, indem er die Hände auf das Personal Information Management Paket hat. Er hat da seine Hände drin und unweigerlich hat man dann auch sehr viel mit Qt zu tun. Und er wird jetzt eine schöne Oberfläche vorstellen, mit der man Qt-Entwicklung anfertigen kann. Bitte Daniel. Ja, vielen Dank. Vielleicht mal dazu, ich habe diesen Titel absichtlich etwas breiter gewählt. Ich werde vor allen Dingen natürlich auf den Creator eingehen. Ich werde viel über Desktop erzählen und relativ wenig über Web Development. Wer da Fragen hat, kann bitte, ich werde versuchen, ein paar Minuten hintenrum freizuhalten, dann auch Fragen. Ja, was haben wir heute vor? Wir werden einfach uns mal den Creator anschauen. Ich werde auch eine kleine Live-Demo machen. Wir werden gucken, was kann er. Wir werden danach gucken, was kommt auf uns zu. Was ist das Besondere am Creator? Und dann werde ich noch einen kleinen Abschweif links-rechts machen. Wir haben ein paar neue Technologien, die unmittelbar mit dem Creator verbunden sind. Einige, die nicht direkt damit verbunden sind. Die direkt mit verbunden ist die sogenannte Declarative UI. Wir werden ein bisschen auf das neue Development Model eingehen, das sowohl, ja, das ist eine Meldung? Okay. Wir werden ein bisschen auf die Declarative UI eingehen und wir werden auf das Development Model eingehen, das sowohl sich bei Qt, auch bei Qt Creator verändert hat. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit von extern sehr einfach Contributions anzunehmen, also jeder kann mitentwickeln. Und da möchte ich einfach mal vorstellen, wie das funktioniert. Und zum Schluss, falls wir noch übermäßig Zeit haben, kann ich auch noch kurz was zu Language Bindings sagen. Für die Leute, die kein C++ entwickeln wollen, für die gibt es dann noch andere Möglichkeiten. Außerdem habe ich ein paar Slides direkt aus den Marketing-Vorträgen kopiert. Wer Langeweile hat, kann die finden. Ansonsten fangen wir mal an, denke ich. Ja, wurde schon viel gesagt. Ich habe angefangen im KDE-Projekt. Ungefähr 2000 habe ich angefangen, ursprünglich ein paar Sachen an KTML zu machen. Habe dann in die PIM-Ecke gewechselt, habe Contact gemacht, habe nebenbei hier an dieser Hochschule studiert und dann bin ich jetzt bei Nokia. Und entwickle dort an Qt und Qt Creator. Eine Frage, die ich noch stellen möchte: Gibt es irgendjemand, der den Vortrag auf Englisch hören möchte? Ich habe ihn auf Englisch angekündigt. Is there anyone who does not speak German? Okay, is there anyone who wants to have me this talk in English? Okay, dann können wir auf Deutsch bleiben, das ist prima. Macht es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ich habe eigentlich immer davon geträumt, mit Schreiben von freier Software Geld zu verdienen und es hat funktioniert. Ich schreibe heute an Software, die Leuten was bringt und die freie Software ist vor allen Dingen. Und seit wir bei Nokia sind, habe ich irgendwie merkwürdigerweise relativ viel mehr Mobiltelefone zu tun. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Okay. Erstmal, bevor ich in Qt Creator einsteige, ich habe noch eine Folie vorbereitet über Qt. Ist jedem ungefähr klar, worum es bei Qt geht? Was Qt ist? Wer weiß es nicht genau? Okay, dann schiebe ich das gleich noch mit ein. Erstmal zum Qt Creator selber. Das ist eine neue plattformübergreifende Entwicklungsumgebung. Ist verfügbar. Sowohl als einfaches Standardpaket, das man runterladen kann, ausführen, eben für die drei großen Plattformen als Binary-Pakete, sprich Windows, Mac und Linux. Läuft eigentlich auf allen Distributionen, soweit wir das getestet haben. Distributionen paketieren das natürlich auch. Und dann gibt es von unserer Homepage gleichzeitig noch ein Rundum Glücklich SDK, wo auch noch Qt, also die Bibliotheken mit dabei sind. Und es wird hauptsächlich, wie gesagt, von uns entwickelt, aber mittlerweile kommen mehr und mehr Contributions mit rein.
So, hier kommen wir nochmal zu dem, was Qt eigentlich ist. Alles das, was so grün unterlegt ist, das ist eigentlich das, was Qt ausmacht. Das bedeutet, wir haben Kernbibliotheken, das umfasst beispielsweise String-Klassen, die mit Unicode umgehen können und so weiter. Wir haben XML-Verarbeitungsmöglichkeiten nach verschiedenen Standards, DOM, SAX, Möglichkeit, das Ganze iterativ zu bearbeiten, nennt sich XML-String-Reader. Wir haben Datenbankzugriff, SQL-Datenbankzugriff, Scripting-Möglichkeiten mit JavaScript, nennt sich QtScript. Unit-Tests können geschrieben werden, Benchmarks können gemacht werden, OpenGL und was da so unter vielen anderen steht, aber relativ neu ist, WebKit. WebKit ist tatsächlich das, was auch bei Apple zum Einsatz kommt, was bei Google in Chrome zum Einsatz kommt und was auch, wenn man hier, gucken, ob ich drankomme, genau, auf den Nokia-Telefonen drauf ist. Das ist alles WebKit. WebKit ist eine Absplittung, die Apple gemacht hat, ein Fork von KHTML, dem KDE-Browser, von dem ich eben schon gesprochen habe. Und den haben wir quasi nach Qt zurückgeholt und betreuen das halt auch stetig. Das heißt, wenn immer neue WebKit-Version rauskommt, ziehen wir die auch in Qt mit rein. Das heißt, wir haben also eine der drei großen Engines bei uns standardmäßig im Paket drin und die kann von jedem Entwickler voll genutzt werden. Jetzt habe ich noch mal eins übersehen. Um das mal grob einzuordnen noch, hier oben haben wir das komplette SDK, das umfasst eben noch den Creator, den Linguist, wer Programme schreiben will, die man auch direkt übersetzen kann. Und natürlich unten drunter, das ist eine Marketing-Slide oder so nebenher, haben wir die ganzen Plattformen, auf denen es läuft, nämlich Windows, Mac, Linux. Ja, es läuft auf Unix, aber auf allen möglichen Unixen, aber das ist wirklich eine Marketing-Slide. Embedded Linux, Windows CE und in Zukunft auch S60. Es kommt ganz drauf an, wir brauchen ja nicht alle Module und es kommt sehr stark auch auf die Plattform an. Also zum Beispiel auf S60, was einen extrem guten Compiler hat, sind alle Module zusammen irgendwie 8 MB groß oder so etwas. Es gibt aber auch Plattformen, bei denen expandiert das irgendwie auf, ich müsste es jetzt im Bauch aussagen, aufs 3-4-fache. Es kommt immer drauf an. Aber im Allgemeinen kann man einfach nur die Module beilegen, die man tatsächlich braucht. Gerade WebKit ist natürlich relativ groß und wenn das immer noch zu viel ist, der kann versuchen, statisch zu linken. Beim statischen Linken muss man natürlich mit der RGPL aufpassen. Man muss dann entweder die Object-Files beilegen oder eine kommerzielle Version von Qt kaufen, das geht natürlich auch immer. Dann hat der Compiler natürlich die Möglichkeit, das wirklich auf ein Minimum runter zu reduzieren. Aber in der Praxis haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die es einsetzen, da eigentlich kein Problem mit haben, das einfach mitzuschippen. Das liegt einfach im Verzeichnis. Und bei umfangreicheren Projekten gerade geht das unter ferner Liefen. Ja, warum Qt Creator? Das war etwas, was wir bekommen haben über unser Feedback-Form. Fand ich eigentlich einen sehr schönen Quote und habe ich seitdem jedes Mal in diesem Vortrag drin. Denn, wenn man sich überlegt, es gibt schon Visual Studio, es gibt schon Eclipse, es gibt Xcode, es gibt irgendwie eine Milliarden IDEs, noch viel mehr Editoren. Irgendwie fängt jeder erstmal an, einen programmierten Editor zu schreiben. Also warum noch eine neue IDE? Was bringt mir Creator, was mir Vim nicht bietet und warum soll ich nicht KDevelop benutzen? Auf diese Fragen gibt es immer gute Antworten. Fangen wir mal von oben an. Keiner dieser IDEs, mit Ausnahme vielleicht von Eclipse, ist plattformübergreifend. Das habe ich nicht mit KDevelop, das habe ich nicht mit Visual Studio und das habe ich nicht mit Xcode. Ich bin immer auf eine Plattform festgefahren. Vim gibt mir nur sehr bedingt, oder auch dasselbe gilt für Emacs, es gibt da natürlich Milliarden Skripte, aber was ist mit Projektsupport, was ist mit Integration?
Will man jeweils immer seine Makefiles selber schreiben? Will man überhaupt Makefiles haben? Das sind halt so Fragen, die man wo man sehr schnell feststellt, gerade wenn man über Betriebssystemgrenzen hinweg portieren möchte oder sich das zumindest auch vorbehalten möchte, dann wird es halt sehr schwierig. Und bei Eclipse ist das Problem, wir haben auch einfach mal rumgefragt, wer benutzt intern eigentlich was anderes als VI, also intern bei Poltech damals noch, das hat ja schon ein bisschen eine Geschichte, die IDE. Und da haben wir also festgestellt, dass die meisten im Wesentlichen unter Windows, halt tatsächlich manchmal mit Studio, aber selbst da wurde irgendwie ein halb grafischer VI oder WIM verwendet. Aber niemand hat wirklich Eclipse verwendet, weil die meisten einfach gesagt haben, es ist zu viel und es ist für C++-Entwicklung auch nicht optimal. So, was bieten wir denn, was man jetzt sagen kann, gilt wirklich als die Core-Features. Wir haben einen sehr, sehr guten C++-Editor. Dann, das ist natürlich erstmal die Grundlage, aber was ist mit Projekt-Support, was ist mit Build-Management-Support? Ich muss in der Lage sein, meine Build-Steps zu verwalten, ich muss in der Lage sein, möglicherweise Schritte einzubauen, um gewisse Sachen zu generieren. Es ist alles etwas, was das abfangen muss. Qt selber hat im Übrigen, wer hat schon mal ein Projekt mit Qt gebaut? Okay, wir machen es normalerweise relativ einfach, den Leuten einzusteigen. Wir haben ein Tool namens QMake, das wiederum dann die entsprechenden Build-Dateien generiert für eine Plattform. Das bedeutet, wer es mit Xcode machen will, der kriegt halt Xcode-Project-Files, dasselbe gilt für Visual Studios, werden da Project- und Solution-Files generiert oder auch Unix einfach Make-Files. Und wir können uns halt in das QMake reinhängen und können mit dem zusammenarbeiten. Wir können aber genauso gut, wer nicht mit QMake arbeiten will, entweder mit reinen Makefile-basierten Projekten arbeiten, dann fällt natürlich der Projektsupport etwas dünner aus. Und wir können mit CMake arbeiten, auch da sind wir noch nicht ganz auf dem Stand von QMake, aber da möchten wir natürlich dann auch hin. Und was wirklich ein großes Highlight ist, wer benutzt einen Debugger? Wer benutzt Printf zum Debuggen? Wer würde lieber in den Situationen, wo er Printf einsetzt, auch einen Debugger benutzen? Okay, Quick Creator benutzen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns an zwei der großen Debugger gehängt, einmal an GDB und einmal an CDB. CDB sagt den meisten Leuten wahrscheinlich hier nichts, nehme ich an. Das finde ich jetzt mal unverschämt. Das ist der Debugger, den Microsoft zur Verfügung stellt. Und die beiden Debugger haben wir im Prinzip mit einem grafischen Frontend versehen. Man kriegt alles das, man kann sich ein Stack anschauen, man kann an Haltepunkten. Man kann sich Speicherstellen angucken, man kann Variablen watchen, also alles das, was man gewohnt ist. Und was darüber hinaus natürlich geht, Klassen, etwas komplexere Klassen, Vererbungsbäume oder auch Inhalte von komplexen Klassen, wie zum Beispiel Unicode Strings oder Model View. Bei Model View hat man ja Modelle, die das beschreiben. Wie sieht so ein Modell intern aus? Also wie sieht es logisch aus? Nicht wie sieht es physikalisch aus, sondern wie sieht es logisch aus? Alles das kann ich mit dem Debugger mir angucken. Und natürlich, was ist mit Hilfe? Ich bin ein Freund davon, mir schnell zu Methoden Hilfe zu holen. Dazu setze ich im Wesentlichen zwei Features ein. Zum einen gucke ich mir die HTML-Hilfe an, die bei Qt wirklich sehr gut ist. Und zum anderen bin ich ein sehr großer Freund davon, dass ich mal eben schnell mir den Source-Code zu einer Klasse angucken kann, die ich extern reinziehe, einfach um zu gucken, wenn die Semantik von der Hilfe her nicht ganz klar ist, wie sieht das Ganze tatsächlich aus, wie ist es implementiert. Und auch da gibt es zwei Shortcuts, die mir da sehr helfen im Creator. Das eine ist F1, damit kriege ich eine Hilfe. Man sieht es hier, so ein Splitscreen. Hier ist die Hilfe. Das ist gerade so ein bisschen, kommt diesen Trend zu 16 zu 9 so ein bisschen oder 16 zu 10 so ein bisschen entgegen. Wenn es einem zu viel ist, kann man aber auch diesen Project Mode wegschalten, dann passt es auch prima auf 4 zu 3.
Und ich kann mit F2 jederzeit quasi einer Klasse, die ich irgendwo hingeschrieben habe, folgen. Oder ich kann auch einem Objekt folgen, wo es herkommt. Und kann mich quasi so durch den Code handeln. Das ist wirklich ein sehr hübsches Feature, was es auch sehr effizient macht und Creator auch als Code-Navigator sehr nutzbar macht. Das ist ein zweites Problem, das Creator löst, Code-Navigation. Und das Ganze ist natürlich eine Plugin-basierte Architektur. Das bedeutet, wir haben jetzt zum Beispiel Support für mittlerweile 4 oder 5 Revisionskontrollsysteme und jeder kann eins dazu packen. Es ist das Einzige, was wir nicht haben, ist eine hundertprozentige Garantie, dass die Interfaces stabil sind, was einfach in dem Entwicklungsstadium, wo Creator im Moment ist, nämlich dass wir selber noch ein bisschen Interfaces rumschieben, einfach keinen Sinn machen würde. Aber wir haben im Wesentlichen mit den Leuten, die externe Sachen entwickeln, stehen wir einfach in Kommunikation, sodass das praktisch eigentlich kein Problem ist. Und das sind jetzt alles Features, die sind nice to have. Aber was ist es wirklich, was die Sache wirklich so macht, dass man einfach, wie man hier sieht, wer normalerweise bei Xcode mache ich eine Ausnahme, aber wer normalerweise eine IDE öffnet, wird erstmal von irgendwelchen Knöpfen erschlagen. Man sieht, es ist hier eigentlich nicht der Fall. Es ist wirklich auf das Minimum reduziert. Dafür gibt es viele sehr sinnvoll gelegte Shortcuts. Es gibt den Debugger, der wirklich die Typen mir anzeigt, so einmal logisch und einmal physikalisch, je nachdem, wie ich das gerade brauche. Meistens braucht man ja die logische Ansicht. Meistens möchte ich wissen, welcher Wert steht denn da tatsächlich drin. Meistens kann man davon ausgehen, dass die Klassen, die unten drunter liegen, korrekt sind, gerade wenn sie von Qt, einem doch sehr stabilen Toolkit, mitgeliefert werden. Und es muss halt mit Tools umgehen können. Es muss effizient bedienbar sein, habe ich schon gesagt. Hier unten sieht man diesen Locator, das ist diese weiße kleine Linie. Und da, das ist auch eine ganz nette Sache, ich kann Sachen eingeben und kann damit Klassen finden, Methoden finden, Dateien in meinem Projekt finden. Einfach, indem ich das eingebe und ich kann dorthin springen. Das heißt, im Optimalfall kann ich mir diesen Platz für die Projektnavigation komplett sparen, kann das zuklappen. Die meisten meiner Kollegen machen das sogar. Also ich bin sehr schnell bei dem Code, zu dem ich eigentlich hin will. Und last but not least, der Creator skaliert wirklich gut auf große Codezeilen und wir arbeiten weiter daran, dass sich das noch verbessert. Wenn man sich das mal vor Augen führt, warum das mit dem Skalieren so wichtig ist, wir haben ungefähr 8000 Source-Zeilen, ich habe die Statistiken hier mal rausgesucht, ich habe 2000 Source- und Header-Dateien im Creator und dann haben wir nochmal 1000, das können auch gut mehr sein, System-Include, falls gerade unter Linux sind, das da recht viele. Und jemand hat mal ausgerechnet, dass das so im Schnitt 600.000 Symbole sind. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man da wirklich noch zugreifen will. Und das betrifft jetzt wirklich nur den Creator. Wir reden noch nicht von großen KDE-Projekten, die sehr viel mehr haben. Ups. Genau, da wollte ich hin. Und ich kann das jetzt mal vorführen. Ich wollte nämlich... Das ist der Creator, so wie man ihn sieht, wenn man ihn startet. Wir kriegen also hier erstmal eine Einführung geboten. Wir können uns die Beispiele anschauen. Wir haben auch hier Sitzungen, die wir machen können. Das ist übrigens auch ein sehr nettes Feature. Wer Breakpoints gespeichert haben will, man kann auch Bookmarks im Quellcode setzen. Wer verschiedene Projekte offen hat, Abhängigkeiten, Bildabhängigkeiten zwischen Projekten, all das kann man in sogenannten Sessions definieren. Das ist ein Konzept, das Creator hat. Und wir haben alle zuletzt geöffneten Projekte. Hier ist ein Browser, den ich gestern mal geschrieben habe, aus dem Standardprojekt. Wenn man sich das anguckt, das sind
Diese Zeilen habe ich letztendlich hinzugefügt. Diese Zeilen und, jetzt drücke ich mal F4, das bringt mich zum Header. Und diese Zeilen, und dann habe ich hier in dem UI-File diese 1, 2, 3, 4 Widgets hinzugefügt und ich kann mir das Ganze angucken, kann das ausführen und sehe, ich habe einen Browser geschrieben innerhalb mit diesen sehr, sehr wenigen Zeilen Code. Ich frage mich jetzt nur, ah, da kommt er. Das WLAN ist natürlich etwas langsam hier. Genau. Und das kriege ich wirklich über einen sehr schönen Wizard. Und jetzt kann ich das hier nochmal zeigen. Ich gehe jetzt einfach auf die Main CPP und kann dann dort direkt hinspringen. Und so Sachen wie Fluchtprinzip. Ich möchte einfach meinen Editor wieder haben. Ich will keine Application Output haben. Ich will keine Hilfe mehr haben. Immer auf Escape. Ich kriege immer mein Browserfenster wieder. Also das ist halt auch sehr schön. Weil eigentlich, was man will als Entwickler, ist für die Oberfläche zum Design der Oberfläche halt ein Designer und zum Programmschreiben ein Editor. Und alles andere ist ja nur etwas, was ich temporär brauche. Was ich hier mal machen kann, einfach mal um das zu demonstrieren, wie das funktioniert. Das macht jetzt keinen direkten Sinn für die Programmlogik. Dann schauen wir mal, was passiert. Kompiliert natürlich erstmal. Lädt den Debugger. Und bleibt nicht stehen. Das ist nicht gut. So, jetzt haben wir es. Wir müssen den Breakpoint natürlich richtig setzen. Und hier sehe ich, ich habe L und S, die noch nicht definiert sind. Dann steppen wir hier mal drüber. Jetzt sehe ich hier schon Foo. Und ich sage nochmal, ein String ist ein Unicode-String. Normalerweise, wenn man sich das nur im Speicher angucken würde, würde ich diese Repräsentation nicht kriegen. Und interessanter wird es jetzt noch, wenn ich einen weiterspringe. Also zwei weiter. Dann sollte ich ja eigentlich zwei Anzüge sehen. Da hat jemand die Dumper kaputt gemacht. Ich muss sagen, das ist genau das, wo ich gleich darauf komme. Das ist ein Preview für den Creator 3.1. Ich kann es gleich gerne nochmal mit einer stabilen Version zeigen. Also wie gesagt, der Debugger. Und die Code-Navigation sind eigentlich das, was es wirklich sehr hübsch macht. Und hier habe ich die Bildkonfiguration übersichtlich angezeigt. Ich weiß, welcher Compiler. Wir unterstützen den GCC, wir unterstützen den Microsoft-Compiler. Dafür braucht man noch nicht mal ein Visual Studio. Man kann sich einfach das Microsoft-SDK runterladen und kann dann dort den Compiler verwenden. Dann zusätzlich den Creator runterladen und kann dann von Windows anfangen zu entwickeln mit der Microsoft Toolchain. Wen die MongoDB Sachen nicht ganz geheuer sind. MongoDB hat eben die Angewohnheit, irgendwelche große Dateien zu produzieren, haben wir gerade darüber gesprochen, und vielleicht auch nicht die effizientesten, dann kann ich an der Stelle einfach mit dem Microsoft Compiler und Microsoft Debugger arbeiten. So. Und das ist auch noch eine Sache, die wollte ich gezeigt haben. Wir haben hier auf YouTube jede Menge Anleitungen. Hier ist es jetzt für Windows, aber es ist auf allen anderen
Plattform das gleiche. Umgang mit dem SDK, Vorstellung von Creator mit den Features, alles das gibt es auch nochmal von meinen Kollegen auf YouTube zusammengefasst. So, dann machen wir mal weiter. So, wie geht es jetzt weiter? Wie wir gesehen haben, wir haben schon wieder ein paar Features angesammelt, wir haben schon wieder genug kaputt gemacht, das heißt, es ist jetzt Zeit, das Ganze zu stabilisieren, deswegen bringen wir demnächst eine Pri 1.3 Development Version raus und darin ist implementiert ein verbesserter Project Explorer. Viele Leute haben sich zum Beispiel gewünscht, dass Header-Files, Implementierung und UI-Files getrennt aufgelistet werden, dass die Sachen mehr den tatsächlichen Repräsentationen im Dateisystem entsprechen. Das ist jetzt implementiert. CVS-Support wollen die Leute noch haben, Subversion ist bereits implementiert, Git ist bereits implementiert. Dazu können natürlich ganz beliebige andere kommen, CVS ist jetzt dabei. Paralleles Building unter Windows eigentlich kein Problem, ich kann einfach mit verschiedenen Prozessen kompilieren, kann damit so viele Kerne nutzen, die in meinem Rechner drin sind. Unter Windows war das bisher ein Problem, das wir jetzt auch gelöst haben, indem wir ein Build-Tool zur Verfügung stellen mit Creator. Und woran arbeiten wir? Refactoring-Support, der ist teilweise schon drin sogar. Man kann also lokale Variablen umbenennen. In der Mache ist einiges mehr. Da müssen wir mal schauen, wie viel in 3.1 tatsächlich drin ist. Und Support für S60 als Plattform, auch da wissen wir noch nicht, ob das in 3.1 und inwieweit das in 3.1 drin sein wird. Auch das wird sich dann noch herausstellen. 3.1 wird später im Jahr kommen, aber wie gesagt, wirklich bald, sobald wir das Gefühl haben, dass Creator stabil genug ist, wird es dann einen Snapshot geben, den jeder runterladen und auch mal testen kann, damit wir dann ein bisschen Feedback kriegen. Normalerweise, wie gesagt, alle zwei Monate Release, bei 1.3 sind wir jetzt ein bisschen hinterher. So, wer hat schon mal was von QML gehört? Das ist jetzt eine interessante Frage, okay, 2 Leute. Wem sagt generell die Idee der deklarativen Oberfläche was? Okay, das sind schon erheblich mehr. Was wir hier im Prinzip sehen, ist eine Verlagerung des Paradigmas. Normalerweise sind wir es immer gewöhnt, dem Rechner genau zu sagen, wie wir ein Problem gelöst haben wollen. Aber gerade bei Oberflächen bietet es sich eigentlich an, eher zu beschreiben, wie wir das gerne aussehen. Also es ist eher so, die Idee, die Designer haben. Ich möchte gerne ein Fenster haben, das so und so aussieht und ich habe gewisse festgeschriebene Verhaltenspattern. Zum Beispiel, wenn wir diese Nadel hier sehen, das ist einfach, kann man einfach als Objekt sehen, das sich bewegt und das meinetwegen eine gewisse Dämpfung hat, das irgendwie nachfedert oder so etwas. Das sind ja alles Dinge, die schon vorher da sein können, einfach als Properties zur Verfügung stehen können. Und genau das macht QML. Wir haben im Prinzip eine Objektbeschreibung, eine Verhaltensbeschreibung. Und das führt dazu, dass wir aus diesem Beispiel wieder, was ich hier rausgenommen habe, diesen Slider, den man da sieht, der ist komplett mit diesen ca. 21 Zeilen definiert. Und das finde ich eigentlich relativ bemerkenswert, weil bisher haben wir immer uns auf bereits existierende Widgets verlassen, richtig? In Qt haben wir meinetwegen ein Slider-Widget, wie man das kennt, das fällt man mit der Maus an, zieht es. Das wird von Qt gestylt, so wie man das gerade fürs Betriebssystem braucht. Nur oft stellt man halt fest, man braucht es gar nicht. Man will gar nicht so viel Overhead haben. Das ist wieder etwas, was vor allen Dingen für angepasste grafische Oberflächen oder vor allen Dingen halt auch für Oberflächen auf Mobiltelefonen gilt. Man braucht diesen ganzen Overhead gar nicht. Man will einfach nur genau ein Look and Feel implementieren und das genauso, wie man das gerade braucht. Und dafür ist Declarative UI super. Denn wenn ich feststelle, ich brauche es anders, habe ich wirklich nur relativ wenig Zeit, Code zu ändern. Das ist in etwa, möchte ich das wirklich vergleichen mit dem Paradigmen-Shift zum Agile Development. Das ist einfach was völlig anderes, eine völlig andere Denkrichtung. Ich kann den Code wegschmeißen, denn es ist nicht viel Arbeit, ihn zu schreiben. Deswegen halt auch interessant. Und alles ist wirklich so ein Objekt. Ich kann auch mal eben eine WebKit-View da reinsetzen, statt jetzt hier, wie ich es hier gemacht habe, ein Rectangle.
Und was verbirgt sich dahinter? Das ist nichts Neues im Prinzip, sondern es sind gereifte Cube-Komponenten, die dahinter stehen, wie zum Beispiel so eine Cube-WebKit-View. Gebunden ist das über Cube-Object. Man muss sich das so vorstellen, Cube bietet eine Art Introspection an und über diese, oder in Java nennt sich das auch Reflection, und darüber weiß ich halt, was mir für Objekte zur Verfügung stehen, und ich kann Methoden und Properties binden und kann die halt aus QML heraus aufrufen. Und eine andere schöne Sache ist, Leute müssen sich nicht umgewöhnen, wenn es darum geht, mehr als nur statische Properties zu setzen, denn es kann auf der Right-Hand-Seite, also alles, was nach dem Doppelpunkt steht, können beliebige JavaScript-Expressions eingesetzt werden. Also da gibt es nichts wirklich viel Neues. Und das Schöne ist, es ist, in dem Fall ist es wirklich was Schönes, finde ich. Wir hatten zuerst geplant, das Ganze als XML zu machen. Dann haben wir aber festgestellt, dass es letztendlich für Programmierer schwieriger ist, und auch wenn man versucht, irgendwelche Tools draufzusetzen, wird es nicht wirklich einfacher, wenn man das mit XML machen kann. Es bringt eigentlich keine Vorteile. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir eine sehr lesbare Struktur da geschaffen haben. Und wie gesagt, 21 Zeilen Code nur für so einen Slider. Und das alles auch so wenig, finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung. Wirklich eigentlich aus dem Nichts. Okay, dann das Development Model. Wer kennt sich generell mit Git aus, mit verteilter Entwicklung? Wer weiß ungefähr, wer hat sich schon mal Gitorius angeguckt oder unsere Seiten auf Gitorius? Okay, das sind immer wieder dieselben Fraktionen. Das Schöne ist, wir haben auf Gitorius untergekommen. Das ist eine Git-Hosting-Plattform. Und die bieten uns nicht nur Hosting an, sondern Gitorius gibt es ja sogar schon länger. Das heißt, jeder kann sich dort registrieren, jeder kann sich dort Qt nicht nur herunterladen, sondern kann auch eine Kopie auf dem Server erstellen. Dann hat er quasi sein eigenes Qt-Repository, kann daran beliebige Änderungen vornehmen, und wenn er meint, das ist etwas, was auch in unserer Qt-Version, also in der Hauptversion sein sollte, kann er uns einen sogenannten Merge-Request schicken. Wir gucken uns das Ganze dann an und geben Feedback, sagen, was man besser machen kann, und geben ihm dann quasi die Möglichkeit, das nochmal zu verbessern, falls es verbesserungswürdig ist. Ansonsten übernehmen wir den Patch so, wie er ist. Derjenige taucht mit seinen kompletten Credits in der Commit History auf. Und wir haben dabei ein Review-System. Das finde ich eigentlich sehr nett. Und wir würden das gerne auch so weit ausbauen, dass jeder in der Community auch selber irgendwann Reviewer sein kann. Wir wollen also nicht auf diesem Code sitzen. Und das gilt insbesondere für unsere zwei Community-Projekte, auf die ich gleich nochmal zu sprechen kommen möchte. PySide und Dummy. Genau, und speziell für Creator bedeutet das, wir haben ein Team in Berlin sitzen, das an Creator arbeitet. Und wenn andere Leute und andere Leute in Nokia sind selbstverständlich auch immer gerne daran angehalten, wenn sie Sachen in Creator finden, die sie ändern möchten, das einfach einzuchecken. Und externe Leute können es eben über diesen Contribution-Prozess machen. Wir können es dann reinnehmen, und es ist, als ob es einfach eine interne Contribution ist. Und wenn ich von externen Contribution rede, meine ich wirklich jeden. Also es gibt da keine Barriere. Man kann sich einfach dort anmelden, kann sich sein Repository klonen. Und es ist wirklich, jeder hier im Saal kann das machen. Okay, ansonsten möchte ich noch die Leute einladen, wer sich das gerne angucken möchte, wer Feedback hat. Einmal hat es gerade schon gezeigt, cube-gitorius.org und dann /cube-creator ist die Seite vom Creator. Dort haben wir nicht nur die Repositories, sondern eben auch ein Wiki.
hat man heutzutage als Hilfsprojekt, habe ich mir sagen lassen. Ich kann es nochmal sagen, externe Contribution leben davon, dass Leute das machen. Wir haben mittlerweile über 80 Stück bekommen und dafür, dass das erst ein paar Monate läuft, finde ich das sehr, sehr gut. Wir haben Leute, die wirklich stabil mitarbeiten. Es gibt aber auch Leute, die einfach nur mal einen kleinen Glitch gefunden haben, irgendwas verbessert haben wollten, einen Bug, und haben uns das einfach geschickt als Merge-Request. Und das ist jetzt alles Teil von Qt. Ich möchte da mal ein Beispiel nennen. In Qt selber in der Bibliothek haben wir zum Beispiel ein Mitglied der Community, das wirklich sich hingesetzt hat und wirklich die Teile des IO-Systems neu geschrieben haben. Das hatten wir schon immer auf der Agenda, hatten aber bisher nie wirklich Zeit dafür. Und er hat sich wirklich hingesetzt und hat Teile neu geschrieben und Benchmarks zeigen, dass das Ganze jetzt wirklich rasend schnell ist. Das heißt, das Mehr-Augen-Prinzip funktioniert, wenn einfach mehr Augen da sind, wird schlechter Code, werden Bugs viel schneller gespottet. Und wenn dann auch die Möglichkeit gibt, dass diese Augen diesen Code zurücktragen können, was früher halt sehr, sehr komplex war, und wenn man auch dafür Credits kriegen kann, im Sinne von Anerkennung in der Community, ist das, denke ich, was sehr viel mehr dazu anspornt, als wenn ein Produkt nur Open Source ist, so wie Qt das in der Vergangenheit war. Wer Creator ausprobieren möchte und wem sowohl das Kompilieren zu langweilig ist, als auch stabile Versionen benutzen zu langweilig ist, wie gesagt, wir brauchen stabile Debugger, die irgendwie funktionieren, der kann gerne Snapshots ausprobieren. Da haben wir immer die neuesten Features drin. Snapshots werden jede Nacht gebaut. Damit bin ich mit dem Hauptteil des Talks zu Ende. Und ich würde jetzt noch, wenn Interesse besteht, noch ein bisschen was zu den Bindings sagen. Wer hier programmiert C++? Okay. Wer, fragen wir andersrum, wer programmiert kein C++? Okay. Python? Okay. Java? Okay. Sehr gut. Gut, Python, bisher hatten wir immer schon PyQt, das war von Riverbank Computing und das hatte diese Dual License GPL und proprietary, genau wie Qt. Neuerdings ist dazu gekommen die LGPL Bindings, die unter dem Namen PySide, die wurden vom Open Wasser Projekt gemacht, das ist von einer Gruppe aus Indien entstanden, aus Brasilien entstanden. Und wurde von Nokia gesponsert. Diese Bindings sind komplett LGPL und die Idee hinter diesen Bindings ist, sie wirklich auf die Füße der Community zu stellen, genau übrigens wie QDummy. Das sind unsere Java-Bindings. Auch hier möchten wir, dass die Community da wirklich drin involviert wird. Gerade weil wir Java nicht als Kerngeschäft haben, aber gerade Java ist ja etwas, wo viele Leute gesagt haben, das ist interessanter für uns als C++. Und wir würden halt gerne sehen, dass diese Aussage halt tatsächlich auch durch Contributions gedeckt wird. Das heißt, wer Interesse wirklich daran hat, ein Toolkit zu haben, komplett LGPL, was wirklich native aussieht auf allen Oberflächen, der sollte sich mal Jumbi angucken als Java-Entwickler. Und beide, wie gesagt, sowohl von Nokia endorsed als auch von der Community begleitet. Das ist allerdings, darf man das nicht falsch verstehen, das ist kein Dump to Open Source, sondern wir möchten wirklich, dass diese Produkte Erfolg haben, diese Projekte Erfolg haben und stecken dann natürlich Zeit rein. Im Moment sitzen zum Beispiel an Jumbi immer noch zwei Entwickler. Und es wäre halt schön, wenn diese Sachen auch weiterhin Erfolg hätten. PySide ist übrigens auch von Maemo gefördert. Gut, hier habe ich noch eine Slide zum Contribution Model, wenn es wirklich interessiert. Das können wir, denke ich, auch gleich klären. Das heißt, ich würde jetzt lieber noch Fragen annehmen und erstmal für die Aufmerksamkeit danken. Fragen?
versuche dann mit dem Mikro zu kommen, dann hört man das besser. Ja, hallo. Wenn der S60-Support kommt in die IDE, wird es dann auch Linux-Compiler für S60 geben oder muss ich dann doch wieder zum Compile-Prozess auf Windows wechseln oder sowas? Das ist halt im Moment, soweit ich weiß. Es gibt eine ARM-Cross-Compile-Toolchain für Linux. Also das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher das Build-System und das Build-System für Linux sehen wir im Moment auch nicht wirklich als ein Problem. Allerdings, wir haben es noch nicht am Laufen, wir haben noch keine genaue Abschätzung, wie lange das dauert, aber wenn es einen Linux-Support gibt, dann komplett durch die Bank. Okay, aber im Moment halt noch nicht. Im Moment noch nicht, das ist richtig. Also der S60-Support, so wie er im Moment drin ist, deswegen ist er auch als experimentell gekennzeichnet, beschränkt sich auf Windows. Wir möchten es aber natürlich, ich meine, wir sind Leute, die für alle Plattformen da sind. Wir haben wirklich, ein Großteil unserer Entwickler sind Leute, die auf Linux gerade zu Hause sind. Und es wäre einfach sinnlos, das nicht zu machen. Ja, okay, danke. Ich habe noch eine Frage zu dem Beispiel mit dem Decorative UI, mit dem Slider. Ja. Das war, wirklich das gesehen habe, also praktisch eine Beschreibung davon, wie das Slider aussehen soll. Mhm. Wie wird man es praktisch mit dem Rest verknüpfen, also was der Effekt von dem Slider ist? Was der Effekt von dem Slider ist? Moment, ich schaue mal da, ob man das. Es kann sein, dass ich das aus dem Beispiel rausgeschnitten habe. Was letztendlich passiert, ich habe das hier rausgeschnitten, was letztendlich passiert ist, ich habe, das sieht man hier oben noch, wo das verankert wird, noch ein Dial, das ist das, was hier eigentlich dieses Rad ausmacht. Das ist im Wesentlichen, sind das vier SVGs, der Hintergrund, die Nadel, der Schatten vom Nadel und das Glas, also dieser Farbverlauf da oben, den man so ein bisschen sieht, der das Spiegeln fickelt. Und was man letztendlich macht, ist, man kann Properties verknüpfen mit Properties von anderen Objekten. Das heißt, ich würde sagen, einfach die Bewegung von diesem Slider, ich definiere dann Range und sage dann, die Bewegung, die da mitgeht, die wird verknüpft mit einer Winkelfunktion, die dann den Verlauf der Nadel beschreibt. Das kann ich aber gleich hier nochmal im vollen Kontext zeigen. Ich habe das Beispiel hier. Sonst noch jemand? Ja. Ja, über den Designer der grafischen Oberfläche wurde recht wenig gesagt. Und da wollte ich fragen, wie weit der dort entwickelt ist und auch die Abgrenzung zu Cardivello. Cardivello ist ja für die Maskendesign, die grafischen Oberflächen entwickelt wird. Und also jetzt Creator? Ja, Creator, wie steht denn zusammen? Also gut, es wurde eben gesagt, Cardivello ist der Plattform abhängig. Das war ein Argument von Creator. Aber wie fügt er sich in Cardivello ein oder wie so. Ist die Nachfolge, wird das die Nachfolge? Ach so, okay. Von also es ist Creator und CardiVelop sind zwei komplett getrennte Projekte. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass wir teilweise Leute haben, die früher an CardiVelop entwickelt haben, die jetzt einfach bei Git Software arbeiten und an Creator mitschreiben. Creator ist historisch in Git Software gewachsen und groß geworden zu einer Zeit, wo CardiVelop mehr oder weniger völlig am Boden lag. Mittlerweile jetzt ist CardiVelop 4 ja auch auf einem sehr guten Weg. Aber das ist im Prinzip der Grund, weswegen wir hier zwei verschiedene Projekte sehen. Ist deswegen meiner Meinung nach kein Problem, weil wir auch einfach viele verschiedene, komplett verschiedene Ziele haben. Wir sind einfach erstmal dafür da, C++ wirklich gut zu können, das vernünftig zu unterstützen. Und während CardiVelop eher das Ziel hat, verschiedene Sprachen zu unterstützen und das vor allen Dingen erstmal unter Linux zu tun. Also mir wäre nicht bewusst, dass jemand aktiv jetzt an einem Windows- oder Mac-Port für CardiVelop arbeitet.
Also sind einfach zwei verschiedene Focus Areas. Wir haben uns auch schon darüber unterhalten, ob es irgendwie sinnvoll ist, Code zu teilen. Es ist allerdings nicht sehr einfach, aber wir reden da schon mit den KDE-Leuten drüber. Moment, Nico? Ich hatte schon hier. Achso, Entschuldigung. Statt zum Contribution-Modell ist ein Copyright-Assignment nötig, und zwar vor allem auch in den frei geführten Projekten? Copyright-Assignment prinzipiell nicht. Was wir allerdings brauchen, ist, dass der Contributor uns als Nokia eine liberale Lizenz einräumt. Das heißt, dass, wenn man sich bei GitHub registriert und das erste Mal eine Contribution zu Qt macht, hat man so eine Click-Through-Lizenz, die im Prinzip sagt, man räumt uns eine liberale Lizenz ein, sodass wir die Möglichkeit haben, das Produkt auch noch kommerziell zu vertreiben, weil wir das einfach immer noch haben. Es gibt immer noch Leute, die sind damit nicht zufrieden, dass Qt nur LGPL ist. Und das sind die Leute, die außerhalb von Nokia natürlich uns natürlich immer noch Geld bringen und irgendwie dafür sorgen, dass wir uns ein bisschen selbst finanzieren können. Und nicht irgendwie am Topf von Nokia als Ganzen hängen. Und deswegen ist das für uns halt schon noch wichtig. Aber es ist halt, das Copyright bleibt bei den Leuten. Das heißt, man kann denselben Code woanders verwenden, etc. pp. Das ist kein Problem. Was man aber wirklich machen muss, ist, uns dann per Click-Through eine liberale Lizenz einräumen. Auch bei Jambi und in, also soweit ich weiß, auch bei Jambi, das müsste ich aber nachgucken. Genau. Also Lizenzmodelle prinzipiell, Qt als auch der Creator sind LGPL, der Creator einfach deswegen, weil das einfach Klassen sind, die ab und zu auch in Qt landen könnten, und weil der Creator natürlich sehr stark Plugin-basiert ist. Und es gibt aber immer die Möglichkeit, auch noch eine proprietäre Lizenz, also beziehungsweise eine kommerzielle Lizenz zu entwickeln, die sich proprietäre Software entwickeln lässt, was einfach daran liegt, dass viele unserer Kunden, die schon lange Standkunden bei uns sind, einfach darauf bestehen, weil sie das anders bei ihrem Management nicht durchkriegen würden. Das ist was nicht kostet, ist nichts, und es geht dann auch um Haftungsfragen etc., die wir dann zwar übernehmen, also Contributor haften natürlich nicht mit dem, was sie tun, aber das ist einfach eine Sache, da müssen wir uns halt so ein bisschen den Gegebenheiten beugen. Frage, ist auch der Support von C++ Nachfolger D geplant? Bislang nicht. Also wir sind, also ich weiß erstens nicht, ob D wirklich ein C++ Nachfolger ist. Es ist halt eine neue Sprache. Inwieweit sie sich durchsetzt, müssen wir erstmal gucken. Also so gesehen müssten wir auch Java supporten und Python supporten, bevor wir D supporten, weil für die beiden haben wir wenigstens Bindings. Kommt natürlich immer auf die Prioritätslage an. Im Moment ist für uns Priorität C++ zu unterstützen und QML zu unterstützen. Wie das jetzt mit Jambi aussieht und mit Python, für Python vielleicht machen die OpenBossa-Leute da was, das weiß ich nicht. Für Jambi würde ich jetzt erstmal ganz klar sehen, dass man mit Eclipse arbeitet, weil das ist für Java einfach eine gute Integration. Und wir haben, das wollte ich auch noch sagen, für Eclipse und für Visual Studio, nicht für die Express-Version, also aber für das normale Visual Studio, Integrationen, die man einfach installieren kann und mit denen sich dann die beiden IDEs besser mit Qt integrieren. Und den Weg sollte man auch sinnvollerweise gehen. Also diese beiden werden auch weiter von uns gepflegt. Das nur weil wir Creator entwickeln, heißt das nicht, dass wir die beiden Produkte einstellen. Visual Studio Engine und Integration für Eclipse. Genau, wenn sonst niemand mehr etwas von Daniel wissen möchte, dann bedanke ich mich für die Fragen. Vor allem bedanke ich mich bei Daniel für seinen Vortrag. Vielen Dank.